Okay, den nehmen wir jetzt mal die Ehre. Und damit willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten, mit einer weiteren Folge, eigentlich schon der zweiten abgedrehten Folge für heute. Let's Play Clash of Clans. Denn ich hatte schon eine Folge eigentlich für euch fertig. Die sollte auch heute Mittag um 12 Uhr kommen. Aber ich habe die dann doch nochmal irgendwie abgebrochen. Beziehungsweise habe sie dann nochmal gelöscht, weil mir gefiel das dann doch nicht, was ich da so verzapft habe. Ist ja manchmal so. Manchmal gefallen dir ein paar Sachen nicht, die du dann so verbrichst und dann machst du es doch nochmal anders. Also du schmeißt dein Konzept dann nochmal über den Haufen. Das ist glaube ich auch nicht ganz so schlimm. Aber was jetzt gerade schlimm ist, ist das hier. Dass hier ganz viele Ballons kommen. Und die kommen mal gerade so ganz unerwartet. Vor allen Dingen da. Stören die mich natürlich ganz enorm. Queen, da muss ein bisschen auf Zack sein jetzt mal gerade. Und dann springen wir hier mal rüber. Ja gut, das passt noch. Das passt noch. Jetzt muss ich nur aufpassen, was da hinten für Imps sind hier. Da ist das ein Single? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich konnte es gerade mal ganz schlecht sehen. Wir nehmen jetzt eigentlich mal eine Heilung. Aber wir nehmen die mal eine Heilung hier. Wir nehmen die mal eine Heilung. Wo ist unser Warden? Da unten ist der Leichentuchträger. Okay. Wir brauchen hier eigentlich nur rumgehen, denn wir wollen die Rundum-Ressourcen ja haben. Gar nicht mal so das, was hier beim Rest so drin ist, also was vor allen Dingen nicht, was in der Mitte ist, sondern ich brauche Gold und Elex. Ich brauche ein bisschen Gold und Elex. Dunkles brauche ich nicht, das habt ihr jetzt auch gestern schon im Livestream gesehen. Da haben wir reichlich. Das ist ja ganz, ganz grauenhaft. Das ist aber das Problem im Moment bei vielen, die jetzt nicht weiterkommen, kein Bauarbeiter frei, kein Buch da. Ich habe vor allen Dingen keine Bücher und deswegen wollen wir heute zumindest die Frage klären, die konnten wir gestern nicht klären im Livestream. Warum einige so ein komisches Angebot haben. Vielleicht könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben, wann es dieses Angebot tatsächlich gibt. Und jetzt haben wir doch nicht mehr ganz so viel geschafft. Naja, okay. Wir wollen mich nicht meckern hier. So ein bisschen haben wir da doch bekommen. Und es geht um dieses Angebot für 3,49 Euro. Glaube ich. Ich glaube, das ist auch dann bei überall oder das bei allen das gleiche Angebot. Die Hexe wird jetzt auch nichts mehr vom Stapel reißen hier. Na, ist ganz in Ordnung. Ist heute mein erster Angriff mit dem Account und wir können es auch noch mal nachbauen, weil ich hätte fast gesagt, das Dunkle haben wir ja. Ich weiß noch nicht, wofür ich es ausgebe, denn im Moment ist es so, dass das Dunkle überläuft. Mein Labor läuft noch einen Tag 15 Stunden mit dem Klonspell. Ich kann mir jetzt vorstellen, ich sammle jetzt ein bisschen Elex, dass ich vielleicht mir die Heiler mit einem Schwert hochmache, denn ich hab noch ein Buch hier. Das will ich natürlich auch mal unterbringen und dann irgendeine dunkle Truppe mache und vielleicht dann einen Helden. Aber ich habe kein Buch. Es gibt im Moment kein Buch hier. Es gibt hier kein Buch für mich. Ich kaufe ja immer das 500er Buch hier, das Heldenbuch. Aber es gibt hier bei den Angeboten zwei Bücher sogar. Denn wenn wir mal in den Shop gehen, dann haben wir hier, dann seht ihr hier, ich habe den Goldpass mit Avatar in diesem Monat noch nicht gekauft. Das habe ich ja mit dem Thorsten gemacht. Und mit dem Thorsten habe ich auch den vorherigen Monat ja den Pass gekauft. Und es gibt dieses April-Goldpass-exklusive Paket hier. Wir wussten gestern Abend tatsächlich nicht, wo können wir das hinstecken? Wer kriegt das? Ich meine, wenn man das in den personalisierten, das haben wir zumindest mal festgestellt, man macht das auch viel zu selten, die Personal Offers hier auf Off stellt, dann ist dieses Paket weg. Ja, dann sind auch die ganzen anderen Pakete alle weg. Das 1011 Paket natürlich nicht, das ist nicht personalisiert, sondern das ist global, sage ich mal. Also wenn man die personalisierten Pakete hier wieder anmacht, also die Personal Offers, das dauert jetzt gerade eine Sekunde, dann sind die jetzt wieder da. Und es gibt natürlich jetzt auch hier, die waren glaube ich nur einen Tag mit denen, wo man mal wieder seinen Clan beschenken konnte. Aber hier dieses Paket hier und ja, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Book of Everything und Book of Heroes würde mir natürlich super, super zu Gesicht stehen und nochmal 400 Gems dazu. Also ich glaube, das Angebot ist richtig, richtig gut, achtfacher Wert und wenn wir hier reingehen, exklusiv to April Gold Pass, Purchaser, also alle, die den April Goldpass wohl hatten, bekommen dieses Paket nochmal oben drauf, so als Dankeschön. Und es gibt also das Book of Everything, es gibt das Book of Hero und es gibt nochmal 400 Gems. No Storage Limits, es gibt zwar kein Gold oder kein Elixier, aber das Limit, also No Storage Limit ist darauf bedacht, dass wenn du jetzt schon ein Heldenbuch hast und hast noch ein Universalbuch, so Max Out Rathaus 12er, dann bekommst du die oben drauf. Das heißt, dann steht da 1/2. Du kannst eigentlich nur eins haben, aber durch den Kauf kannst du zwei Stück aufnehmen und auch mehr. Das aber nur aus Käufen, nicht aus Events oder nicht am Händler. Also wenn der Händler dann wieder ein Heldenbuch hat und du willst es haben, weil du schon mal Vorspaß für Rathaus 13 oder höher, dann kannst du es nicht kaufen.
Und man kann es auch nur einmal kaufen. Es hat den achtfachen Wert. Don't miss this one time. Also nur ein einziges Mal. Und es hat den achtfachen Wert. Gerade die 400 Gems, muss ich sagen, wenn man hier mal reingeht. 500 gibt es schon mal für 5,49. Also das ist nicht weit weg. Und wenn wir jetzt mal zusammenrechnen, was so ein Heldenbuch kostet, immer 500 beim Händler. Das Universalbuch gab es noch nie. Das hat, glaube ich, glaube, das gab es noch nie beim Händler, ne? Ich glaube, dementsprechend hat das auch einen sehr, sehr hohen Wert, kann ich mir jetzt mal vorstellen, denn das gibt es nirgendwo zu kaufen. Also ich habe es, glaube ich, beim Händler hier noch nie gesehen. Hier hinten in dem Tier, wo es gerade die Bilderpotion gibt. Da gibt es ja auch Bücher, aber ich glaube, das Universalbuch war noch nie dabei. Das ist auch wirklich ein seltenes Buch. Das ist genauso selten wie die Dunkle Rune bei den Spielen. Die Dunkle Rune ist allerdings hier mal zu kaufen. Für 3000 Gems kann man sich das Ding holen. Und naja, wir versuchen uns aber die Wartezeit, also wie gesagt, wenn ihr, entschuldigt bitte, wenn ihr wisst, warum man das Paket kriegt, also ich glaube, man bekommt das Paket, wenn man dann den April-Goldpass hatte, bekommt man das Paket. Ich meine, ich habe den neuen Goldpass für Mai mit diesem Account nicht und kann das Paket trotzdem kaufen, deswegen zielt das wohl auf den April hinaus und nicht auf den neuen Mai, denn mit Thorsten habe ich mir ja den Battle Pass gekauft für den Monat Mai, für den. Ja, für die nächste Season, so will ich es mal sagen. Ich will mal gar nicht sagen, für die ganzen vielen Sachen da. Er macht sich schon gut bemerkbar. Ich werde euch das auch noch mal immer mal wieder in den Folgen näher bringen, wo der tatsächlich mal so richtig Sinn macht und wo es natürlich ein bisschen unsinnig ist, wenn es um Potion geht oder sonstiges. Wir versuchen jetzt eben mal die Wartezeit mit einem Angriff, den mir der Thiele geschickt hat. Hier ist er. Der Thiele hat mir nämlich einen Angriff geschickt. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo er denn eigentlich wirklich ist. Ah, hier, alles klar. Denn der Thiele ist im Moment ganz, ganz hart wieder am Pushen. Ich meine, wenn du Max Odds Silver ist, er ist so einer, der pusht ohne Ende, weil er auch gar nicht mehr so viele, er braucht einfach nichts mehr. Jetzt, er hatte auch den goldenen Pass, hat 25 Millionen dazu bekommen. Und wenn du die 25 Millionen noch dazu auf deine Kasse hier kriegst, dann ist das schon richtig, richtig krass, kann ich euch sagen. Denn er hatte dann ganz, ganz viele haben da oben ja 500.000 Dunkel stehen gehabt, über, weiß ich gar nicht, weit über 30 Millionen Gold und Elex und können es jetzt gar nicht ausgeben, weil es gibt nichts. Ich meine, was willst du machen? Als Max Rathaus 12, da kannst du noch die Flaggen kaufen, die kosten alle nur 100.000. Das ist nix. Du kannst natürlich alle Lager immer rausstellen, aber du kannst nicht so, wie ich es gestern gemacht habe, mit meinem Rathaus 9, das einfach mal auf 10 gedrückt und immer wieder abgebrochen, sodass mein Gold we weniger wurde, als dass ich tatsächlich aufnehmen kann. Und so kann man es natürlich dann machen. Aber ist ein schöner Angriff hier. Wir haben den live gekriegt und ich habe gesagt, nimm den mal auf, weil er hatte eigentlich nicht im Leben dran gedacht, dass das so ein guter Angriff noch wird. Weil gerade da oben mit so harten Dörfern, so will ich es mal sagen, ist es nicht unbedingt gesagt, deine Truppen können mal querlaufen, die CB kann mal nicht richtig ticken. Aber hier, das hat er jetzt vorgespult, vielen lieben Dank, Tilly. Hat er jetzt vorgespult und Leute, 56 Pokale, das ist immer ein Wort zum Sonntag, glaube ich. Aber ihr wisst das auch, es ist auch ein Wort zum Sonntag, wenn du diese Pokale mal verlierst. Also kein Thema. Und ich würde sagen, wir recken noch mal ein bisschen durch. Wir können mit dem Avatar natürlich fröhlich weiterfahren, aber ihr seht das, ich habe auch noch versehentlich meine dunklen Bohrer hier auch noch mal geboostet gestern. Ah, das war auch noch ein kleiner Fehler. Ich habe die nämlich einfach noch mal geboostet, weil ich dachte, hey, es gibt noch einen Tag den Boost, den haust du noch mal rein. Unnötig, aber egal, jetzt laufen mir die Bohrer über und dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass die Leute, wenn sie dann mal ganz gut angreifen, so wie er hier 7500 Dunkles mal eben holen, kein Thema. Muss ich mit leben, aber mal sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich mir dieses Paketchen wirklich kaufe. Es ist attraktiv, kann ich euch sagen. Es ist attraktiv. Aber nochmal 3,49. Ich habe jetzt 2,29 ausgegeben für das eine Paket mit den beiden Potions. Ich habe 5,49 für den Pass ausgegeben. Und nochmal 3,49. Na, ich weiß nicht. Ich meine, alles für den Dackel, alles für den Club oder so, keine Ahnung. Und man gönnt sich ja sonst nichts. Und wir haben gestern dann auch im Livestream darüber gefachsimpelt. 3,49, Leute, wie viele Flaschen sind das, wenn du mal durch die Stadt gehst und einfach nur die rumliegenden Flaschen aufsammelst, wenn sie denn nicht schon weg sind und einfach mal wegbringst. Ich glaube, da kommst du, ich würde fast sagen, du kommst weit aus als auf mehr als 3,49 €, sind wir ehrlich. Und naja, was man gibt so viel Geld auch am Tage für irgendwelche unnützen Sachen aus. Naja, sei mal dahingestellt. Das kann sich jeder selber überlegen, wie er das macht. Ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, ob ihr euch das Paketchen gekauft habt. Ich denke mal, das Paket ist echt geil. Und wir warten mal eben den Heldendreck ab. Hier ist er nicht so lange, 19 Minuten. Vielleicht boosten wir noch ein bisschen. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Angriff wieder.
Ich wollte schon gerade sagen, oh, 8000 Dunkles. Ah, so viel dazu. Okay, aber egal. 800.000 Elex, 800.000 Gold, die kann ich mir nicht wirklich entgehen lassen. Und ich glaube, wir nehmen auch mal eine Karre mit. Ich verbrauche die ja so beim Farm eher selten oder nehme sie ab und zu mal. Ich pushe nicht. Ich mache eigentlich, ja, was mache ich eigentlich? Was mache ich eigentlich? Ich weiß auch nicht genau, was ich manchmal mache. Aber wir gehen hier mal mit einem Queenwalk rein. Ja, die Heiler auf 5 wäre sicherlich nicht schlecht an so einer Stelle hier. Können wir uns das wegbouncen hier hinten? Ja, ich glaube, das geht ganz gut. Und dann nehmen wir mal zwei Packer vorweg. Wir nehmen die beiden Eisgoolies und unsere Karre hier. Karre habe ich gesagt. Ach so, habe ich gar nicht ausgewählt. Ne? Okay, hatte ich gar nicht ausgewählt. Einmal die, einmal 1, 2, 3, 4 von denen. Und dann darf das hier jetzt losgehen. Den King schicken wir mal ganz am Ende, denn der überholt ja in der Regel oder der überholt immer sehr, sehr gerne. Jetzt gucken wir mal, was wir machen können hier. Wir können hier schon mal frosteln, glaube ich. Und hier mal einen Wut einwerfen. Ich heile mal meine Truppen hier durch, denn die haben schon ganz gut Beschuss bekommen hier. Und jetzt nehmen wir einmal, glaube ich, das Ganze hier. Hier hinten können die einmal rüberspringen, auch wenn der Sprung mal wieder scheiße war. Der Sprung war wieder blöd. Ah! Ärgerlich, der Sprung war. Ich hab jetzt nicht auf meine Karre geachtet gerade. Ich habe jetzt gerade nicht auf meine Karre geachtet, wie weit die eigentlich gerade gekommen ist. Denn die war schon wieder ultra weit hier. Ah, naja, okay. Macht nichts. Lass mal laufen jetzt. Ich kann nur noch die Queen zünden hier. Ich wollte ja in jedem Fall in diesem Video auf dieses komische Paket eingehen. Die Frage wollte ich einfach geklärt haben, auch wenn ich jetzt eigentlich zweimal aufnehmen musste. Weil, ja, mir die erste Folge selber nicht so gut gefallen hat, und wenn einem selber was nicht gefällt, dann sollte man das auch nicht veröffentlichen, bevor es dann den Shitstorm gibt, so nach dem Motto: Toto, wenn dir nichts mehr einfällt, dann mach sowas nicht. Genau, das ist auch mein Motto, deswegen habe ich lieber dieses Thema hier aufgegriffen, um der Frage einfach mal zu hintergehen. Kriegen wir dann noch ein Lager? Ah ja, okay, da geht noch ein Goldlager. Boah, 300.000 Elex liegen lassen, naja, was willst du? Ah ne, doch nicht ganz, da ist noch die Päckerdame dabei, okay. Da ist noch die Päckerdame dabei. Da haben wir noch einen Eisigen. Okay. Oh, ein bisschen geht er ja noch. Oh, der hat gut was in den Sammlern auch drin. Hier sehe ich jetzt gerade. Und wenn die dort noch bis zum Sammler da hinten hingehen, dann haben wir den ja doch ganz gut gemacht. Das Lager ist in jedem Fall noch drin. Ja, passt. Da passt ja doch. Also, wie gesagt, ich wollte nur diese Frage geklärt haben und hatte zwar gestern im Livestream gesagt, es gibt heute kein Video, weil am Tag der Arbeit ist der Toto mal ganz faul und macht nichts. Heißt ja nicht umsonst Tag der Arbeit. Aber ich habe es jetzt doch noch hinterhergeschoben. Ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so schlimm, denn bevor ich es dann wieder vergesse und wir dann in dieser Woche vermehrt so ein bisschen Liga sehen, ich bin ja mit allen Accounts ganz gut untergekommen, kommen wir aber zu, seht ihr dann in den Folgen und auch in den Angriffen, beziehungsweise wie hat sich das Ganze entwickelt. Oh, hier. Och, guck mal, der Bowler. Guck mal, der Bowler macht da noch ein bisschen was. Wunderbar. Ein Bowler, 9 Sekunden, aber das war es jetzt auch für den Bowler. Ja, wunderbar. Super. Aber cool reingefarmt hier. Ich glaube, den kann ich heute mal ad acta legen, diesen Account hier. Denn da ist jetzt alles ziemlich voll. Ich kann zwar jetzt noch einen Bob beschäftigen, aber da weiß ich noch nicht, wo der hingehört. Vielleicht mache ich auch noch das ein oder andere Mäuerchen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst mal am Ende einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, Glocke stellen, dann verpasst ihr nichts mehr. Ab und zu schreibe ich ja auch in den Community-Tab, so wie gestern. Wir sind live auf Twitch. Haben ja auch einige, glaube ich, noch mitbekommen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall nochmal dafür und bis dahin, euer Toto. Haut rein, flasht.